Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Montag schauen wir uns wieder ein Video an von Marvin, und zwar von Gangster Marvin. Wieder mal angezeigt, verhaftet wegen lustig, und man sieht hier wieder Urkundenfälschung. Was hat er diesmal wieder verbrochen? Ist es auf einen seiner Pranks zurückzuführen? War es vielleicht wieder wegen dieser Personalausweisgeschichte? Das Ganze werden wir jetzt rausfinden. Let's go. Hallo, da bin ich wieder. Der Influencer mit bald mehr Anzeigen auf dem Konto als Leon Mascher. Als Gangster-Rapper auch. Und ich habe es euch ja schon im Dezember verraten, dass ich eine Anzeige bekommen habe wegen... Ich wieder auch hier die Nase. Etwas voll. Mittelbarer Falschbeurkundung aufgrund meiner Doktortitelgeschichte. Genau. Was ist passiert im September? War es das wert im Nachhinein? Ich weiß es nicht. Im Dezember 2020 habe ich ein Video released, wo ich mir einen Doktortitel erschlichen habe. Richtig. Das Ganze war Teil eines journalistischen Projekts, und im Dezember habe ich dafür eine Anklage bekommen. Stimmt, das journalistische Projekt. Genau, ja, ich erinnere mich wieder. Wurde quasi verklagt. Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin: wird gegen Sie eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen festgestellt. Ja, Geldstrafe. By the way. 3.200 Euro. Genau, da habe ich gerne gesagt, gebe ich 2.000 dazu oder so. Genau, die Einnahmen von dem Video, wo ich auf Marvin reagiert hat, es waren irgendwie 2000 Euro oder so. Und dann hat Marvin, wirklich der allerechte Ehrenmann, gesagt, komm, lass uns das, gib das nicht mir, sondern wir spenden das an eine gemeinnützige Organisation. Haben wir auch gemacht, jeder von uns. Und das war die Tafel bei mir in Berlin. Und er hat das Geld sozusagen dann aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Korrekt, ist korrekt. Wenn die Geldstrafe nicht beigetrieben werden kann, tritt anstelle eines Tagessatzes ein Tag Ersatzhaftstrafe. Ein Tag Ersatzhaft. Boah, ich glaube, an Marvins Stelle... Ja, ohne Kamera bringt das nichts. Ich hätte mich einbuchten lassen an seiner Stelle, aber wie gesagt, ohne Kamera nicht. Das heißt, entweder 3.200 Euro zahlen oder ich gehe 40 Tage in Knast. Ach so, 40 Tage? Ja gut, na dann doch nicht. Oder... Oder ich lege Einspruch ein. Und das werde ich auch machen. Damals habe ich einen Strafverteidiger beauftragt, sich dem Ganzen anzunehmen. Mhm. Seitdem liegt das auch auf Eis, denn wir haben Einspruch eingelegt. Das heißt, das Verfahren liegt auf Eis. Läuft noch. Und wir haben dann auch Akteneinsicht gefordert. Das heißt, seit dem Tag weiß ich ganz genau, wer mich angezeigt hat, wo er wohnt, Adresse, Telefon. Krass. Boah, jetzt wird Marvin ein paar, paar Leute hinschicken, ein paar Familien. Und dann werden die Zeugen unterdrückt, oder wie? Nein. Nummer, E-Mail-Adresse und alles weitere. Und ich habe es damals auch schon den Kanalmitgliedern verraten, dass es insgesamt 7 Leute quer durch Deutschland aus allen Alters- und Berufsschichten... Was? Das heißt, 7 Leute in komplett Deutschland haben sich dieses Video reingezogen. Ich erschleiche mir einen Doktortitel. Wahrscheinlich war das safe auch ein Doktor dabei, der sich gedacht hat, oh, ich habe das alles hier mit viel Aufwand gemacht, und du hast es jetzt einfach so. Und die haben dir dann angezeigt... Bro, Alter, wie kann man so turbo sein? Mann, sorry. Die mich wegen dieser Doktortitelgeschichte angezeigt haben. Was ich im Dezember auch thematisiert habe, ist das Thema Rechtsschutzversicherung. Ich hatte einen Monat, bevor ich diese Anklage bekommen habe, eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen und habe... Die hat nicht gezahlt. ...seitdem von denen nichts mehr gehört. Korrekt, ist korrekt. Dann kam das Verfahren ins Rollen, und dann hat die Rechtsschutzversicherung gesagt, nee, dich nehmen wir nicht als Vertragspartner an, wir versichern dich nicht, und genau das ist es. Ja, korrekt. So kann man sich auf eine gute Versicherung ja verlassen. Ich muss aber gestehen, dass meine neue Rechtsschutzversicherung erst ab März diesen Jahres gilt. Das heißt... ja, also ein, zwei Tage muss er sich noch beherrschen. Alles, was jetzt angefallen ist, muss ich erstmal aus eigener Tasche zahlen. Und deswegen auch danke an Clark, dass er dieses Video sponsort, denn so kann ich meinen Anwalt zahlen. Ja, so. Und jetzt zum Grund, warum ihr auf dieses Video geklickt habt. Ja, ich wurde schon wieder angezeigt, und ich frage mich wirklich langsam, ob den Leuten der Lockdown irgendwie auf den Kopf gefallen ist. Ja, weil ich habe jetzt eine Anzeige wegen Urkundenfälschung bekommen, und zwar für ein Video, was schon ein halbes Jahr zurück... Nein! Kleiner Rückblick, im Juni 2020 habe ich ein Video veröffentlicht, das ich an Influencer Hähnchenknochen geschickt habe. Nein! Für dieses angebliche Dinosaurier-Ding. Und behauptet, dass das Dino-Knochen wären. Und dann habe ich überlegt, diese Knochen sehen noch ein bisschen... Stimmt, das haben wir uns im Livestream reingezogen. Diese Knochen. ...aus wie Dinosaurier-Knochen. Sieht doch authentisch aus, oder? Ja, dann hat er die so verpackt und dann auch eine Urkunde gemacht. Von einer nicht existierenden, von einem nicht existierenden Museum. Der hat ja auch an mich sowas geschickt mit einer Chanel, Fake-Chanel-Tasche. Wo ich aber nicht drauf reingefallen bin. Also nicht... Und dann könnten die den, die können ja jedes Prank-Video von dem dann hops nehmen, weil er jedes Mal eine Fake-Urkunde erstellt hat. Ich bin sehr darüber gefreut. Können, sag ich Marvin jetzt auch nochmal. Ich sehe nicht richtig. Was ist, Junge? Ich habe einen Schock gekriegt. Ein Knochen wurde uns zugeschickt. Und ich zu hart. Bin ehrlich, ich dachte, es ist eine komplette Verarsche. Und auch ja, aber dann... Justin hat damals auf das Video reagiert und schon geleakt, dass ich einige andere Unikate verschickt habe. Zum Beispiel eine Chanel-Tasche.
ich hier, ne? WM-Fußball, Linde van Gogh-Skizze. So nicht. Ja. Natürlich war die Überraschung bei den beiden groß, okay, dass es am Ende doch keine Dino-Knochen waren, wobei doch da eigentlich drauf stand, dass das vom Museum der Naturkunde zu Berlin kommt. Aber Dominic Harrison und auch Knossi haben beide wirklich super sympathisch darauf reagiert und den Witz einfach verstanden, ja, und fanden es am Ende selber voll lustig, ja, dass ich da Hähnchenknochen und dann hat Knossi ihn doch angezeigt. Spaß. Guck's dir an! Ein echter Dino-Knochen! Guck doch! Von den Kryptorausius! Echtzeit, Certified Authenticity! Jetzt ist über ein halbes Jahr vergangen und vor ein paar Wochen hat mein Kumpel Aaron mir eine Sprachnachricht weitergeleitet von Knossi. Denn Knossi hat einen Brief von der Polizei bekommen und wurde... Was? ...als Zeuge vorgeladen. Nein! ...aufgrund dieser Knochengeschichte. Nein, Knossi soll einfach nicht aussagen. Und diesen Brief vom Land Brandenburg hatte ich vor einigen Tagen in der Post. Und da steht drin, dass ich auch zu... Wie kann man denn so wenig Hobbys haben und YouTubern, die normale Prank-Videos machen, hinterherlaufen, weil die irgendein Museum erfunden haben zu einem Knochen von KFC. Wo leben wir, Alter? Beschäftigt euch doch mal bitte mit wichtigen Dingen. Zur Anhörung vorgeladen werde. Es ist ein Anhörbogen bei und ich... Zu einer Anhörung? Soll mich jetzt zu dieser Tatsache... Wow, sowas macht mich no joke aggressiv. Dass ich Dino-Knochen verschickt habe, äußern. Denn da soll ich all meine persönlichen Daten eintragen, von Vorname, Spitznamen gibt's auch. Es gibt wirklich Spitznamen. Spitzname. Lucky Luciano Marvin. Aber guck mal, das sehe ich ja jetzt erst. Was wäre denn cooler? Marvin El Chapo. Der Spitzname für mich. Haudegen. Schabernacktreiber. Staatsangehörigkeit, Adresse, Stadtteil, Telefon, Schulbildung. Was wollen die denn mit meiner Schulbildung? Ausweisart, ausstellende. Grün diese drauf. Sonderschule. Ab und knascht. Ja, Spaß. Behörde, Nummer, bla bla bla. Und ob ich bei meinen Eltern wohne oder einen Vormund habe. So, das soll ich auf jeden Fall alles ausfüllen. Sein Vormund ist Aaron Troschke. Und hier steht jetzt drin, was ich wohl verbrochen, okay, habe. Das lese ich euch mal vor. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin führt unter dem Aktenzeichen ein Verfahren wegen Urkundenfälschung § 267 StGB. Sie haben unter dem Link ein Video veröffentlicht, in dem sie die Idee äußerten, Hühnerknochen zu präparieren. Ey, kommt derjenige, der das so tippt, sich nicht lächerlich vor? Mit einem Echtheitszertifikat zu versehen, diese als Dinosaurierknochen auszugeben und in 9 Fällen mit einem Begleitschreiben an Influencer, dem ja, da echt. Influencer falsch geschrieben. An Influencer mit Bekanntheitsgrad. Ich, Justin, bin ein Influencer. Der ist sogar doppelt. Zu versenden. Die Echtheitszertifikate wurden für das Museum der Naturkunde zu Berlin ausgestellt und mit... Gibt es das denn? ...fiktiven Unterschriften. Weil wenn es das nicht gibt, dann finde ich es völlig absurd, da jetzt ein Fass aufzumachen. Wenn es das gibt, dann kann man sich vorstellen, dass das Museum sich ans Bein gepisst gefühlt hat. Aber ja. Ihr kennt sie, von Karl von Benkendorf und Ernst Hoppmann unterzeichnet. Ja. Nach Wertung der Staatsanwaltschaft handelten sie vorsätzlich in der Absicht des Echtheitszertifikates und des Begleitschreibens. Genau, aber keiner von den beiden Leuten, die das bekommen hat, hat sich verletzt gefühlt. Ich finde, sowas sollte nicht einfach irgendein random Turbo anzeigen können bei der Staatsanwaltschaft, sondern wenn jetzt Knossi oder Dominic Harrison, glaube ich, wenn der sich jetzt angegriffen gefühlt hat, dann hätte der theoretisch ihn anzeigen können. Wäre kein Grund gewesen, finde ich, aber einer von denen hätte ihn anzeigen können. Aber wenn das keiner von den beiden macht, von denen, die getäuscht wurden, dann sollen die verdammt nochmal sich um wichtige Sachen kümmern und nicht um so eine belanglose Scheiße. Wow. Eins zur Täuschung im Rechtsverkehr zu gebrauchen. Dem steht nicht entgegen, dass sie behaupteten, dass zumindest nach einer Internetrecherche erkennbar sei, dass das als Aussteller erscheinende Museum tatsächlich nicht existiert. Doch, finde ich schon, dass das entgegensteht. Tiere. Ihnen kam es nach eigenen Angaben darauf an, dass die Empfänger das Zertifikat für echt halten. P. Die haben dann P zu viel hingeschrieben. Das ist auf jeden Fall das, was hier drin steht. Und mich wundert es tatsächlich ein bisschen, dass man in so einem kurzen Absatz wirklich 2 Rechtschreibfehler einbaut. Ja. Da muss man vielleicht mal nach dem Schulabschluss des Verfassers fahren und hier nach dem von Marvin bauen kann. Ja. Aber das sei mal dahingestellt. Sie haben ja im Endeffekt nur mein Video so ein bisschen zusammengefasst. Also ich habe Hühnerknochen verschickt, habe behauptet, es sind Dino-Knochen und da ein Echtheitszertifikat beigelegt. Man muss aber dazu sagen, dass auf diesem Echtheitszertifikat stand Museum der Naturkunde zu Berlin. Und das gibt es de facto nicht. Ja, okay. Dann finde ich es aber auch völlig nicht schlimm sozusagen. Und jetzt kommen wir zu einer Debatte, die ein bisschen schwierig ist, aber ich bleibe bei meinem Punkt, ich habe das Ganze im Motiv des Journalismus gemacht. Ja, und selbst auch wenn es nicht so wäre, kümmert euch mal um wichtige Sachen. Ey,
Oh mein Gott, ey, wie kann man so dumm sein und sich um so eine Scheiße kümmern? Das macht mich mad aggressiv. Und ab wann geht man denn als Journalist? Nur weil ich auf YouTube stattfinde, kann ich kein Journalist sein? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil viele sagen, du hast ja gar keinen Presseausweis. Ja, dann kann man ja auch sagen, ich sei kein Modedesigner, weil ich das nicht studiert habe. Für sowas reicht ja ein bisschen Ahnung von der Materie, Geschmack, was ja auch subjektiv ist. Und wenn das anderen Leuten gefällt, so, dann dürfen die auch sagen, so, ja, nee, du darfst eine Marke nicht verkaufen in Deutschland. Du hast Modedesign nicht studiert, etwas cringe. Den Presseausweis hatte ich mal, 2017 und 2018. Korrekt. Damals habe ich nämlich ein zweijähriges Volontariat hier in Berlin gemacht und bin ausgebildeter Journalist. Und auch... Das war eine wichtige Karte, die er da aus dem Ärmel gezogen hat. Im Anschluss hatte ich noch einen Presseausweis, denn der ist relativ einfach zu bekommen. Ein Aussteller... Der hat sich... Stell dir vor, der hat sich den Presseausweis gefälscht, wie diesen Doktortitel. Zum Beispiel ist Verdi. Und da war ich, da bezahlt man dann 1% seines Bruttolohns im Monat, um dort Mitglied zu sein. Und Teil davon... 1% vom Bruttolohn? Ist es zum Beispiel, einen Presseausweis zu bekommen, wenn man belegt, dass man für irgendeine dahergelaufene Dorfzeitung arbeitet. Zurück zur Frage, ab wann man denn eigentlich Journalist ist. Wenn man eine Plastikkarte hat und als irgendein braver Redakteur für einen Großkonzern arbeitet? No front, da gibt es wirklich viele... Leute, die echt gute Arbeit machen. Aber mein Ansatz ist es zum Beispiel, mal mehr, mal weniger ernste Themen zu behandeln, die journalistisch aufzuarbeiten und unterhaltsam zu gestalten, damit... Also man merkt, das muss ich jetzt auch sagen natürlich, Marvin versucht sich mit seinen Videos immer mehr in Richtung Journalist zu drängen, um halt dann sozusagen vor Gericht sagen zu können, hey, guck doch mal, ich habe immer gesagt, ich bin Journalist und so. Ist aber auch legitim, dass er sich, also ich würde mich an seiner Stelle genauso daraus reden und no joke, wenn es irgendeine Petition gäbe, diese Scheiße zu beenden, ich würde so fett mithelfen. Ey, Alter, das geht einfach nicht, dass man wegen so einer Scheiße ein Fass aufmacht und Leute da Arbeit reinstecken und sonst was. Ey, Alter, was darf allein schon für Steuergelder draufgehen, für den Staatsanwalt und sonst was. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich vom... Was war vom Amtsgericht Neuruppin oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, ist maximal peinlich. Sie halt auf YouTube passen. Mal zum Vergleich, es gibt ja das Format Steuerung F und da hat sich ein Redakteur einfach irgendwelche Teledin-Rezepte im Darknet gekauft, um damit die Medikamente... Ja, Mann, stimmt. Und nur weil das öffentlich-rechtlich ist, ist es völlig okay, oder was? ...zu bekommen. Ist ja eigentlich auch nicht so rechtens und in irgendeiner rechtlichen Grauzone. Aber weil Steuerung F natürlich vom Norddeutschen Rundfunk ist und ein journalistisches Projekt ist, ist das natürlich kein Thema und es wird Applaus geklatscht. Was wir gar nicht debattieren müssen, ist, dass Knossi und Dominic Harrison beide den Prank lustig fanden. Ja, und das ist doch die Hauptsache. Am Ende. Und dass ich ihn auch lustig fand in der Reaction. Und dann ist ja wirklich alles in Ordnung. Knossi hat eine Reaction drauf gemacht und auch Dominic Harrison hat mir im Nachhinein geschrieben. Beide konnten darüber lachen und fanden den Prank einfach lustig und hätten ja nie gedacht, dass da irgendwelche polizeilichen Ermittlungen hinterherkommen. Was natürlich auch mega korrekt ist, dass Knossi Aaron davon erzählt hat und mich so ein bisschen vorgewarnt hat, dass vielleicht da der ein oder andere Brief von der Polizei bei mir landen kann. Und ich habe dann auch Knossi wurde gezwungen, die Aussage zu verweigern. Haps. Dann nochmal Dominic Harrison geschrieben und der hat mir auch bestätigt, dass der auch einen Brief bekommen hat von der Polizei. Korrekt, dass Dominic Harrison ihm das vorher gesagt hat. Ich frage mich ehrlicherweise, was der Versand bis nach Dubai gekostet hat. Das war doch bestimmt schweineteuer. Ach, stimmt. Vielleicht muss ich mich auch ein bisschen damit abfinden, dass ich nur der Journalist der Herzen hier auf YouTube bin. Ja, also no joke, würde ich solche Videos machen und hätte mir jetzt diese Scheiße schon geben müssen, ich hätte gar keinen Bock mehr auf sowas. Tut mir sehr leid für Marvin. Aber mein Support hat er auf jeden Fall. Checkt das gerne ab. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute.